Mit Licht und Schatten gegen das Heimweh. Mit dem PC-Download Homesick liefert Indie-Entwickler Lucky Paws ein ebenso depressives wie ehrgeiziges Adventure-Experiment ab, das nicht nur durch seine Rätsel zum Nachdenken anregt. Denn Homesick bleibt dem Gamer jegliche Erklärung über seine Spielmechanismen schuldig. Jeder Fortschritt muss hier hart erarbeitet werden und wirkt am Ende irgendwie, als würde man sich nicht an einem tatsächlichen Ort, sondern in der Erinnerung eines Helden herumtreiben, dessen Gedanken durch eine furchtbare Katastrophe durcheinandergeschüttelt wurden. Verstörend, aber packend. Taktik-Trips in die Weiten des Universums haben wieder Konjunktur. Auf Star Drive 2 folgt mit Galactic Civilizations 3 neuer Stoff für strategiebegeisterte Weltraumbesiedler und Eroberer. Der nur als Download erhältliche PC-Titel besitzt nicht nur einen riesigen Umfang, sondern glänzt mit einer Flut von Einstellmöglichkeiten und enormer Spieltiefe. Besonders spaßig der umfangreiche Editor, mit dem sich aus Versatzstücken individuelle Schiffsmodelle zusammenschrauben lassen. Wer die Wartezeit zum jüngst angekündigten Comeback der Master of Orion-Reihe möglichst kurzweilig überbrücken will, hat hier die Gelegenheit dazu. Mächtige Konkurrenz für Minecraft? Ganz beiläufig hat Entwickler TT Games Lego Worlds bei Steam veröffentlicht, als Early Access. Aber schon in dieser frühen, unfertigen Version ahnt man, da kommt was Großes auf PC-Spieler zu. Schon jetzt kann man sich mit Cowboy, Archäologe oder Astronaut auf einer von 3 frei verformbaren Klötzcheninseln austoben und nach Belieben einige Strukturen oder vorgefertigte komplexe Gebäude erschaffen. Momentan ist Lego Worlds noch eine riesige Baustelle, aber die Fangemeinde ist herzlich eingeladen, sich mit Ideen und Ratschlägen für die Weiterentwicklung zu beteiligen.